Nun sind wir bei unserem neuen Dosierer angelangt. Das ist einer der genauesten Dosierer, der zurzeit auf dem Weltmarkt ist. Man sagt, im Moment gibt es ihn ja noch nicht, der kommt Ende des Jahres. Ja? Der hat einen Synchronmotor, der genau weiß, wie die Wellen gerade stehen. Ja? Und er wird nicht über einen Timer gesteuert, so wie die anderen Dosierer, sondern über die Milliliter. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Das System kommt so ein bisschen aus der Medizin. Jetzt machen wir mal einen Test. Wir gehen hier auf die Carbonatherde, gehen hier auf manuell, dann geben wir jetzt 2,1 Milliliter an und lassen das Gerät dann laufen. Und ihr werdet sehen, es wird bis auf ein paar Milligrammchen genau den Wert anzeigen. Nun haben wir 2,08, das ist also fast nicht mehr messbar mit dem Auge. Ja. Ja. Das Gerät kann 0,06 Milliliter als Minimum geben, das heißt 0,0 Milliliter, das sind 2-3 Tropfen, die kann man dann alle 6 Stunden drauf reintropfen lassen, ja, sodass eine optimale Verteilung der Spurenelemente ist und das nicht on-walk komplett reinkommt. Auch kann man das so programmieren, dass die erste Pumpe läuft, dann die zweite nach 10 Minuten. Das kann sie mit der App alles steuern. Die App zeigt auch an, wenn die Flasche leer ist. Wenn man nachkaufen muss, fängt die an zu blinken, in Rot. Ja, wenn sie voll ist, ist es grün. Ja, das sind alles so Sachen, die man alles mit der App steuern kann. Und es ist mittlerweile das genauestgehende Gerät, was überhaupt auf dem Markt ist. Sieht sehr spannend aus. Auch euer Aufbau ist ganz toll. Also man merkt schon, ich war jetzt an einigen Ständen, also dass das tatsächlich die Steuerung bei manchen Thema ist, finde ich ganz toll. Wir werden ja sehen, wer da zum Schluss die Nase vorne hat und wie sie es machen. Aber ich finde, wir sind jetzt auch wirklich im digitalen Zeitalter, auch in der Aquaristik angelangt. Nico, hast du noch was? Ja, da sind wir gerade drauf. Ihr werdet hier sehen, es ist relativ blau geworden. Ja? Es ist eine neue Lampe von uns. Ja? Wir haben ja bis jetzt die guten AI-Leuchten drauf auf unsere Becken. Ja? Aber wir sind ja nicht faul. Wir haben 4 Jahre lang mit 8 Leuten Lichttechnik gemacht, wie Licht auf Korallenwachstum reagiert. Mit dieser Lampe, die ist jetzt seit 14 Monaten bei uns im Labor in Betrieb, kriegen wir ein Wachstum von Acropora von 1,2 cm im Monat. Es kommt drauf an, welche Acropora ist da favorisiert? Wo habt ihr das gemessen? An welchen Acropora das ist, gemessen ist, das weiß ich jetzt im Moment nicht, da bin ich überfragt. Das müsste mein Biologe machen. Es liegt natürlich dann auch an Spurenelementen und allem, aber so, dass das ist nicht, das ist ein Richtwert. Ja. Ja, aber wir haben hier nur Blau und Weiß und UV-Licht in dieser Lampe. Ja. Die ist jetzt speziell auf Korallen abgestimmt, auf Wachstum der Korallen. Ja. Über die App kann man das steuern natürlich, die Lichtfarbe verändern, aber nicht so, dass die Leute was kaputt machen können. Weil bei vielen Lampen, die dann rot, grün, blau noch drin haben, spielen viel zu viele Leute an der Lampe rum. Nachher geht es dann in die Hose und die Lampe ist schuld. Das haben wir mit der neuen App schon abgeblockt. Danke erstmal dafür. Die hat 90 Watt, wenn ich das sehe, im Höchstfall. Wie viel Fläche beleuchtet die? 90 Zentimeter, eine Lampe. Also 90 mal 90, genau. Also speziell für einen Würfel oder eben genau. Mehrere hintereinander. Genauso wie die AI-Lampen auch in etwa. Ein bisschen Streuungswinkel von dieser Lampe, so ein bisschen mehr. Das sieht man jetzt an den Becken, da ist nur eine Lampe drauf, ja, und ist komplett ausgeleuchtet. Ja. Und die kann ich auch über eine App steuern? Alles über unsere App. Sie brauchen nur eine App von Rezien, Sie können alles von uns steuern, komplett alles. Super, das nenne ich digital connected. Ja, so soll es sein. Gut, dann sage ich herzlichen Dank am Rezi-Stand. Nico, alles Gute und bis bald. Ja, tschüss, Dankeschön. Gerne.